return fire. Warte mal, hier ist noch mehr kaputt. Schade um die schönen Gläser, ne? Da könnte man eine ganze Gastronomie gebrauchen. Versorgen. Oh. Oh. Hola, Wiesinchen. TV-Room stand da, aber ich glaube nicht, dass das der TV-Room ist, oder? Ich habe da irgendwie... Naja. Oh, sind die Gläser kaputt. Oh Gott. Oh mein Gott, das ist doch nicht... Das ist nicht schön, oder? Echt? Nein, nicht wegschießen! Oh, bloß nicht wegschießen. Das ist echt schade, dass die Gläser jetzt kaputt gegangen sind, ne? Ja, was soll's. Leider ist der Stollen Confection alle heute gekauft und schon aufgefuttert. Das kenne ich. Warte mal, wir müssen mal kurz hier... Wie haben wir die Gläser durchgeschossen, ne? Die müssen wir hier mal aufheben. Sonst finden wir die echt nicht wieder. So. Es ist schade um die schönen Gläser. Echt jetzt, ne? Also... Ja, was soll's. Da ist noch ein Stück. So, warte. Geh so, mach so. So. Och, och, och. Oh, 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 oh. Oh. Oh, oh. Es tut mir so leid. Ich hab das nicht gewollt. Oh. Tisch ist sauber. Geschickt. Ich bin... Es ist wirklich unfassbar, wie ungeschickt ich bin. Nee, das bin ich. Beides, beides, Beringer, beides. Ich bin ein sehr ungeschickter Mensch. Ich bin so die Fraktion mit den Händen aufbauen und mit dem Arsch wieder umkippen. Nein, 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 fall nicht runter. Das gibt nur noch mehr Scherben. Dreh dich. So. It won't move like this. Im Karton. Da sind noch ein paar. Ja, nee, das ist okay. Das ist okay.
So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo dieser komische Feuerlöscher hinkommt. Wartet mal. Meine müden Augen haben gerade was gesehen. Wartet. Wartet, da war irgendwo... Irgendwo steht hier eine Figur. Da! Warte mal. Geh doch einfach mal... Mach doch mal so und so. Und dann hüpf doch mal hier rauf. So. So. Aber wo kommt der Feuerlöscher hin? Natürlich. Komm schon. So. Da sind noch Müllsäcke und den Schlüssel habe ich ja auch. Aber wo kommt der Feuerlöscher? Kommt der da in diesen Raum rein? Wahrscheinlich, ne? Habe ich da oben noch Blut gesehen? Oh. Das ist aber bedauerlich. Kommst du hier rein irgendwo? Ich stelle den erstmal hier auf den Tisch, weil ich nicht weiß, wo der hinkommt. An den mittleren Stahlträger. Ah, okay. Ja, genau so. So. Aber ich habe hier oben... hier waren wir noch gar nicht. Uff, 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 wir gehen in den... So. Oh, ich dachte, oh nee, was soll denn das? So macht man das nicht. Straight from jail. How do I sign up for the revolution? Okay. Alles clean. Warum hier eine Leiter steht, wissen wir noch nicht. Kriegen wir bestimmt noch raus. Was denn hier passiert? Komplett platt. Diese Arbeiter haben wirklich gekämpft. Ja, haben sie. Ach, Menno. Wirklich jetzt? Something is blocking the way. Ja, 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 ich weiß. Ich brauche erstmal den hier. Here, mate. Eidet aus, eidet. Ich bin echt nicht gut im Werfen, kann das sein? Jetzt hängt er da fest. Ach, Menno. Something is blocked. Ja, ja, schon klar. I need to clear the way first. Hey, nix clearen hier.
So. Oh Gott, die gehören hier hin. Ach Gott, ach Gott. Und noch sortiert einräumen, ne? Selbstverständlich. So. Die können doch ruhig durcheinander, oder? Wäre ja ein Ding, wenn nicht. Wäre aber klüger. Wenn wir diese hier. Ach komm schon. Er gehört da gar nicht hin, oder was? Warte mal, der ist hier völlig schmutzig. Das können wir so nicht lassen. Blaue. Ah, ich verstehe. Die müssen jetzt auch noch sortiert da reingestellt werden. Natürlich. Wer hätte das denn gedacht? Mal schön kontrollieren, ob die auch sauber sind. Ah, ne? Die müssen auch noch sortiert dort reingestellt werden. So, hier haben wir noch einige. Eine. Putz doch! So, pass mal auf, denn drehen. Nee, wie kann man die? Wie kann man die denn drehen? Ich meine, dass sie so fällt. Ah! So, dann können wir dich schon mal. Können wir dich schon mal putzen? Jetzt. Komm, stell dich hin. So, dann können wir dich nämlich hier. Echt jetzt. Wirklich sortieren. So, grün. Na komm schon. Aber ich kann euch verraten, so sieht niemals ein Lager aus. grün. Und grün. Zack. Also wir sind hier bestimmt noch ein paar Jahre beschäftigt. Den einen Schlüssel auf jeden Fall habe ich noch. Dass wir da oben die Tür nochmal gucken, ganz oben. Aber dafür brauchen wir natürlich wieder den Fahrstuhl, den ich ja jetzt ausgestellt habe. Ah. Deswegen machen wir, werden wir das zum Schluss machen. Ah ne, hier ist ja noch ein Platz.
I hate my life. Ja, das stimmt. I hate my life too. So, jetzt haben wir hier noch was Orangisch, aber das müssen wir erstmal aufstellen, das Regal, ne? Komm mal beiseite. So. Ich hoffe nur, dass ich das jetzt nachher nicht alles wieder umstoße, wenn ich da jetzt putzen tue. Das wäre jetzt der Hammer. So, hier haben wir noch ein... Ach, da ist noch ein blaues Regal auch noch. Oh Gott, oh Gott. Ist ja nicht so, als wenn wir schon fertig wären oder so, ne? Blau. Tada. Ah, vorsichtshalber. Da. Ich versuche es wirklich so schnell wie möglich zu machen, damit ihr euch nicht ganz so langweilt. Aber es ist nicht so einfach. Es ist echt nicht so einfach. Die Flasche müssen wir gleich auch nochmal hinstellen. Feuerlöscher kommt da an die Wand. Grün. Zack. So. Ah! Die Gangster müssen den Überblick über ihre bösen Sachen haben. Deshalb wird das so aufgeräumt. Ja, aber mal ganz ehrlich, in keinem Lager sieht das so aus. Ist so. Komm, mach ran da. Wieso nicht? Mann! So, jetzt aber. Forklift certified. So, dann haben wir hier noch mal eine Flasche. Ah, Entschuldigung. So. So. Grün. Das hier hinten müssen wir zerhacken. Neun. Nochmal die neun. So. So, Müll ist alles weg. Jawohl. Stelle die Möbel wieder an ihren Platz. Müssen noch 5 Stück an ihren Platz gestellt werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Haben wir noch nie... Ah, guck mal, da steht noch.
Okay, machen wir gleich. Nicht zu weit! Oh, naja, okay. Jetzt haben wir hier so schön aufgeräumt, ehrlich mal. Das Bad war hier, ne? So, Eimerchen raus. Jetzt machen wir hier nur noch starkes Reinigungsmittel rein. Ja. Widerstandsfähig. Reines Reinigungsmittel. Starkes. 3-fach gemixt hier. Zack. So, dualer Schwamm. Und jetzt geht's los, geht los. Zack, 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 hier. Wir müssen da hart gegen vorgehen, gegen so eine Flecken. Zack, 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 zack. Du. Echt mal. Kein Lager sieht so geleckt aus wie dieses hier, ehrlich. Quatsch, 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 quatsch. Das geht in Arme, Leute, das müsst ihr wissen. Das ist wirklich Muskelarbeit. Schwere, kaum auszuhaltende Muskelarbeit, wie jetzt die gerade die Muskeln übersäuern, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist richtig, richtig, richtig anstrengend. Das Bizeps. Ja. Und da wir ja zwei davon haben, können wir uns hier leisten. Schön. Hier weiß man nicht, was Farbe und was Blut ist, ne? Ja. Dilididilidi. %83. Okay, jetzt müssen wir ausspülen gehen. Jetzt ist alles schmutzig. Aber Gott sei Dank ist es ja nicht so weit weg, ne? So. Einmal den einen. Und den anderen. Einmal den Schwamm. Und einmal den zweiten Schwamm. Und schon ist das Wasser dreckig. Nicht wahr? Eieiei. Zack, 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 zack. Seinen Rücken möchte ich haben. Ja, ich auch. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht so
Problemchen, Lavisina. Ja, das kenne ich auch. So, sauber ist hier alles. Aber irgendwas steht noch nicht an seinem Platz. Da fehlt noch eine Kiste. Und wo ist diese? Wo ist diese, jene, welche Kiste? Eine blaue, ne? Ja, guten Tag. Hier steht keine Kiste mehr, ne? So. Da ist nichts. Pinunzen. Haben wir in dem Container da schon drin? Ne? Nee, ne? Oh! Oh! Das ist böse! Nothing shall get past me. Das war böse! Boah! Der war wirklich böse. So. Dann hätten wir das hier auch gereinigt. Hat der überhaupt einen Eingang? Ach nee, das ist der Container. Okay, okay, ich sehe, I see, I see. So. Die Leiche muss noch entsorgt werden, aber wir haben noch eine Leiche noch nicht, ne? Ach ja, die Tiefgarage, ich verstehe. Wir haben irgendwo noch einen Müllsack stehen. Unten. Unten sind Müllsäcke. Okay, oh. Ach, Menno. Werde den Müll los, 0%. Ich muss hier den ganzen Müll loswerden? Nicht euer Ernst, oder? Ich muss hier den Müll aufräumen? Bring deine Funde ins Büro. Ja. Mache ich ja gleich. Warte mal. Ich will noch mal gucken, diese eine... Die eine Tür. Wir haben ja diesen Schlüssel gefunden. Aber ich muss unten den Müll loswerden? Wo war das jetzt mit dem... Hier oben, ne? War das nicht hier irgendwo? Nee. Da drüben irgendwo.
Nee, doch nicht. Hä, aber ich habe doch einen Schlüssel. Was für einen Schlüssel habe ich denn? TV Room. TV Room. Willkommen zurück. Lieber Swiftfox. TV Room. Was ist der TV Room? Ich habe einen Schlüssel für einen TV-Raum. Was ist denn ein TV-Raum? So die Förderbänder können jetzt gerade mal aus und den Fahrstuhl mache ich mal an. Ich dachte, das wäre der Schlüssel für hier, ne? Aber für was habe ich denn jetzt? Das ist ja nicht der TV-Room, oder? Nee. Ich gehe noch mal in den Keller. Hier haben wir alles fertig. Da war doch eine Notiz mit dem Filmeabend. Ja, da war ich in dem, da war ich eben gerade in dem Büro da oben. In dem Büro da oben war ich gerade tatsächlich. Da standen ja diese Stühle vor diesem Fernseher. Was mich auch noch irritiert, ist, dass wir hier unten den Schmutz wegräumen müssen. Den Müll loswerden müssen. Was zählt denn hier unter Müll? Nee. Was ist denn hier Müll? Ist hier? Nein. Auf dem Stand, so der TV rum ist. Hier waren wir schon drin. Warte. Ist das der Müll, den wir wegräumen müssen? Ja. Das ist der Müll, den wir wegräumen müssen. Aber TV-Raum habe ich immer noch nicht gefunden. So, damit ist das auch erledigt.
Ich gehe da gerne nochmal hin, das ist nicht das Problem. So viel Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Wenn wir zusammen rätseln, dann richtig. Aber warte mal. Ach, guck mal an, Fernsehschlüssel. In dem Laptop liegt noch Geld. Jukebox Hero, ich habe eine Errungenschaft. Jukebox Hero. It was a mistake. Es war ein Fehler. Ah, okay, okay, okay. Hinter dem Laptop lag noch Geld. Oh, der geht mir hier richtig auf den Zünder, der Typ hier, ne? Du meinst in dem Büro, in dem Garagenbüro? Ja, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt alles gefunden. Und dann müssen wir jetzt alles hochbringen. Hinterm Laptop liegt noch Geld. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Mikrowelle haben wir. So, jetzt hoch. Fahrstuhl haben wir angemacht, ne? Uff, 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 uff. Wer auch immer dieses jetzt gemacht hat, sagt mir, dass das Letzte war, dass wir alles gefunden haben. Ich glaube, zweiter Stock war zu hoch, oder? Haben wir alles gefunden? Hä? Vorhin war da keine Tür. They got a lot of dirt on you, didn't they? The truth is, everyone really wants a piece of Big Jim for themselves. Sweeping everything under the rug can only get you so far, Jimmy. Look who's talking. Oh, believe me, I can get me quite far. So, I guess it's not your first time. You see, one should know when the place becomes too hot. In this right here, it's scorching. That's when you move somewhere else. Maybe it's time for a little vacation. Now, to hope that he actually means it. Okay, verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Wir sind schon lange bereit. Noch über die Lüftungsschächte klettern. Wie macht man das? Ich habe das vorhin schon nicht kapiert, wie man über die Lüftungsschächte klettert. Ich habe das vorhin schon nicht kapiert. Wie man über die Lüftungsschächte klettert.
Vor allen Dingen, von wo? Keine Ahnung. Tüle oder Leiter an die Spinte stellen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo das war. Da hinten, oder? Hier, oder? Du meintest hier über die Lüftungsschächte klettern. So. Gott sei Dank. Uff, uff, uff. Oh, ein schwarzes Entchen. Da steht ein weißer Affe, aber ich freue mich über schwarze Entchen. Auch nicht schlecht. So. Also hier wurde auch im Büro geschlafen tatsächlich und jede Menge Kaffee konsumiert. Dankeschön, Dankeschön. Hören wir zu. Crime Scene Cleaner. Das ist das Ende. Warum steht der Crime Scene Cleaner? Warum steht das da? Haben wir jetzt das Ende?
Haben wir das Ende? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Ich hoffe, die haben alles. Dank Swipfunft haben wir hoffentlich alles. Und Big Jim ist ja jetzt in Urlaub. Das heißt, wir haben endlich Feierabend, oder? In der Halle ganz unten sind noch Kisten gestapelt zum Klettern. In der Halle ganz unten. Ist das ein Geheimnis oder ist das nur Loot? Ein Geheimnis, okay. Kisten gestapelt. Die Nachfrage ist hoch. Dieser Trottel glauben wirklich, dass diese Mist echt ist. Bitte machen Sie weitere Kopien und liefern Sie die Körner empfehlen. Okay. Kisten gestapelt. Fünf Kisten übereinander in einem Metallregal. Kisten über ein. Ja. Fünf Kisten übereinander an einem Metallregal. Was war das? An so einem großen hier oder was? Ah, warte mal, ich habe glaube ich was gefunden. Aber hier war ich doch schon, oder? War ich nicht hier schon? Ich weiß es nicht. Ach, guck mal, hier war ich noch nicht.
Aber das war kein Geheimnis, das war nur Loot. Das war ja nur Loot, das war ja kein Geheimnis. Also, im Sinne von Geheimnis. Oder ging es da hinten? Warte mal, da hinten ging es noch weiter. Oh, ich Blindfisch, warte mal. Warte. Nichts sagen. Da hinten ging es noch weiter. Ach, guck. Dark Illusion. Ich Blindfisch. Okay. Uff. Ich hoffe, jetzt habe ich alles. Ich hoffe es, dass ich jetzt alles habe. Ach man, andere Richtung. So, ich glaube, ich gehe zum Auto. Wenn jetzt noch was fehlt, dann ist es so. Dieses Lagerhaus hat mich wahnsinnig gemacht, ich schwöre. Schlimmer als das Museum. Komm, mein Bester, wir fahren nach Haus. Wird immer einen Platz für einen guten Tatortreiniger haben. Das war tatsächlich das letzte Mal, ne? Das war tatsächlich das letzte Mal, oder? Oh. Jawohl, alle Leichen. Alles, alle Hinweise. Aber guck mal, man kann hier tatsächlich Telefon, Pistole, Erpressungsnotizen, Notiz, Megafon, Beweis, Gewehr, blablabla. Kann man alles gucken, ne? Okay, fortsetzen. Jawohl. Also 17.500 plus, ja, 12.800, was wir gestohlen haben. Alter, Vater. Jetzt habe ich mich wirklich dabei erwischt, wie ich auf Fortsetzen klicken wollte, auch Menno. Okay. Geheimnisse scheinen wir alle gefunden zu haben. Jawohl, 2, 4, 5 Stück. Und alle Kassetten. Oh, ich bin so froh, ne? Perfect Crime, Call and Dead, Killing in the Name. Oh weia. Dankeschön. Swiftfuchs, ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Ohne Lavisinchen hätte ich es nicht geschafft. Ich werde das jetzt überspringen. Ich möchte tatsächlich nicht mehr alles sehen, was ich gemacht habe. Best Dead Ever. Oh weia. Oh, eine Krabbe im Fernsehen. Good evening. In a significant development, notorious gangster Big Jim, real name James O'Connor, was arrested last night after a high-speed chase for reckless drunk driving. Authorities have long suspected Big Jim of running money laundering operations from his warehouses and being involved in multiple murders, but he has evaded justice for years due to lack of evidence. His dramatic capture has renewed hope for law enforcement, who believe this could be a major breakthrough in their fight against organized crime. Police are urging anyone with additional information to come forward.
Vorerst, neue Leichen werden noch generiert laut Roadmap. Ach. Okay, aber Big Jim wird ja jetzt erstmal. So Use. Dexter. Daddy's working for a mob boss, but you're still a good boy. Okay. Dexter, du sitzt gerade ein bisschen ungünstig. Ich will mal hier reingucken. Bild ist jetzt von dort, oder? Ich weiß es nicht. Kartenspiel? Ich finde das immer gruselig, wenn die Tür offen ist, ne? Wenn man nicht zu Hause ist. Okay, was? Okay. Sollte ich die alle löschen? Kann man die löschen? Ach, hier kann ich die jetzt quasi noch mal alle machen. Weiß gar nicht mehr, welche ich fertig gemacht hatte. Wir haben alle Kassetten hier. Hauptsache, sie hat jetzt einen Kegel als Hut auf. Wunderbar, ich bin sehr stolz. Es ist so bedrückend. Ja, die ganzen Entchen, ich hätte sie gerne alle mitgenommen. Ich werde das jetzt nochmal machen, dass ich jetzt nochmal schlafen gehe. Kann ich gar nicht. C, Fertigkeitenbaum. Ich könnte jetzt die Punkte alle noch wahllos geben. Aber das will ich gar nicht. Also man kann jetzt nicht mehr schlafen gehen. Es ist jetzt quasi vorbei, das Spiel. Oder wie sehe ich die Sache? Wenn du auf eine Klo sitzt, musst du aufpassen, dass dir niemand die Tür aufmacht oder die Kniescheiben kann. Ja, vor allen Dingen musst du rückwärts reingehen. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Keine Aufgaben an diesem Jahr fertig. Ja, aber ich hätte gerne noch mal geschlafen und einen Abschluss gemacht oder sowas. Oh. Wo ist er denn hingefallen? Warte. Ja, ich kann doch nicht mal hier, ne? Komm, wir machen das. Wir geben jetzt wahllos unsere Punkte aus, ist egal. Bei Reinigung sind wir durch. Sorgfältiger Reiniger, der lassen keine Blutflecken mehr. Ist klar. Hochdruckreiniger. Raumkapazität nehmen wir mit hier. Dann. Erhöhte Stärke, Radius, erhöhte Stärke, verbesserte Druckdüse, komm, nehmen wir mit. Dann ist der auch vollständig. Werkzeuge, habe ich nie gebraucht, UV-Lampe. So, fertig. Hab mir das heute auch gekauft, aber anfangen werde ich erst morgen. Heute bin ich zu kaputt. Oh, Malissi. Aber es ist schon spannend. Vor allen Dingen, wenn man dieses Teil mit dieser Musik benutzt. Das habe ich einmal gesehen. Und ich fand das gruselig. Ich fand das absolut gruselig. Ja gut, dann haben wir es geschafft.
Ich habe gedacht, dass wir außer Dexter vielleicht noch die Elena kennenlernen, aber die klären wir nicht kennen. Na, da ist alles. Oh. Die lernen wir nicht kennen, dann ist es halt so. Dann haben wir alles geschafft, was wir wollten. Hinsetzen kann ich mich leider nicht. Chill mich. Ich tue jetzt mal so, als würde ich mich hier auf die Couch chillen und das Leben genießen. Okay, wir sind durch für heute für Crime Scene Cleaner, bis nächstes Update kommt. Ich bin gespannt. Ich werde mir die Roadmap auf jeden Fall mal angucken. Ich bin nicht, also ich würde schon gerne alle Secrets haben wollen, aber meine Motivation, jetzt irgendeinen Auftrag nochmal komplett zu machen, weiß ich. Vor allen Dingen da, wo wir wirklich Pool und so weiter, dass ich da den ganzen Pool nochmal sauber machen muss, die ganzen Hütten nochmal. Das ist echt, die Motivation dahingehend ist echt gering. Ich weiß es nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall durch den Kopf gehen lassen. Ich bin froh, dass ich durch bin. Wieder ein Saubermachspiel, was ich durchgespielt habe. Und ich habe heute Mittag tatsächlich mal ganz kurz in den Pool-Cleaning-Simulator da reingeguckt, weil das ja alles neu ist. Auch da bin ich nicht motiviert, alles neu zu machen. Das ist jetzt zwar alles gut und schön und alles ein bisschen anders mit Sachen kaufen, mit einem LKW hinfahren und anordnen im LKW und so weiter. Ist aber tatsächlich, ich müsste die ganzen Aufträge von Pool Cleaning nochmal machen, um da an den Punkt zu gelangen, wo wir damals aufgehört haben. Also auch da wird tatsächlich vorerst nicht weiter geputzt. Also noch bleibt ihr von Putzaufträgen, von Putzsimulatoren verschont. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen unter den letzten Videos. Ich denke mal wieder 3 Stück von einem Auftrag. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.